Hallo, liebe Tata-Pilgerfreunde, hier ist Daniele Vetterale. Und Max Roland. Max flickt schon mal sein Hemd. Ich brauche ein Kostüm, weil wir gehen wie eine Theaterpilger, oder Daniele? Also wahrscheinlich gehen wir Also. Tata-Pilgern. Also wir haben jetzt noch 10 Tage, ist genau jetzt noch 10 Tage. Wir haben jetzt schon 2.000 Euro. Uns fehlen noch 1.000 Euro, damit wir die Tata-Pilger wieder auf Tournee schicken Daniele, du können. hast gesagt, wir gehen wie eine Theaterpilger. Ja, wenn wir 3.000 Euro erreichen. Daniele, du hast gesagt, wir gehen wie eine Wenn wir Theaterpilger. 3.000 Euro erreichen, wir brauchen eben noch 1.000 Euro. Also, wenn ihr eine Kleinigkeit noch irgendwie spenden wollt, dann würde uns das sehr, sehr freuen. Ja? Ja, Ja. ich will wieder Theaterpilgern. Theaterpilger ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ja. Einfach, mir ist es, in gewisser Weise ist es mir sogar gar nicht so wichtig, dass wir beide das machen. Mir ist es einfach wichtig, dass auf YouTube es einen Theaterkanal gibt, wo Leute über Theater reden. Macht halt keiner, wir versuchen es zu machen. Ich finde es einfach wichtig, dass es das gibt und Ja, ich glaube deswegen. auch ganz Leute, Tatleute in ganz Deutschland finden das an für sich schon immer wieder relevant und wichtig. Egal, wo wir auftauchen inzwischen, das ist. Hat schon eine hohe Analogrelevanz, würde ich mal sagen. Leute sprechen uns drauf an, Leute wollen darüber diskutieren. Ich finde, bis jetzt ist es eigentlich voll eigentlich der volle Erfolg so. Schaut euch diese drei Theaterkritiken an, die wir die letzten Wochen gemacht haben. Die sind so ein bisschen repräsentant dafür, wie wir denn die Theaterpilger besser machen wollen. Es war einmal eine Kritik von Kopfgespenst am Theater am Puls, die Räuber am Nationaltheater Mannheim und Tinder das Musical am Kammertheater Karlsruhe. Das sind, ich bin da sehr stolz auf diese Kritiken. Ich finde die super und ich Ja, glaube, das finde ist ich ein ganz auch. guter Punkt, um darauf aufzubauen. Ja, wir wünschen euch, wir sind irgendwie ein bisschen aufgeregt. Also ich bin aufgeregt. Das sind jetzt noch 10 Tage. Ja, 10 Tage sind doch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber ich mache mich schon mal hübsch. Mach dich Ich schon weiß mal nicht, ob ich hübsch. irgendwie im blödsten Fall anschaffen gehe oder sowas. Das ist auch eine Möglichkeit im Notfall. Ja. Also wenn ihr verhindern wollt, dass Max anschaffen geht, dann spendet doch eine Kleinigkeit. Ich meine, wenn jetzt so, warte mal, wir sind bei noch 1.000 Euro fehlen uns, wenn Jetzt 100 Leute 10 Euro. 100 Leute 10 Euro spenden, hätten wir es auch geschafft. Oder Ein Mensch 1000. ein Mensch 1.000. Oder Ja. 10 Leute 100. Oder 10 Leute 100. Es gibt so viele Aber Möglichkeiten. ich mach mal, ich sag mal so, jeder kleine, also wir haben jetzt die Leute, die gespendet haben, haben ziemlich viel gespendet, was super ist, was uns sehr freut, aber natürlich irgendwie kleine Spenden sind super hilfreich und ich freue mich in gewisser Weise, bei großen Spenden habe ich fast ein schlechtes Gewissen, also in dem Sinne über kleine Spenden freue ich mich fast mehr. Aber ich freue mich natürlich auch über große Spenden. Hauptsache, wir schaffen es. In dem Sinne, wir wünschen euch alles Gute. Tschüss. Ciao. Thank you.